Marieke von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Wir sind hier heute vom Bundeswehrbüro zusammen mit anderen Friedensorganisationen, um gegen die horrenden Summen für die Bundeswehr zu protestieren. Wir haben hier eben SoldatInnen mit Geld beschossen, PolitikerInnen der Bundesregierung haben ein goldenes Gewehr überreicht und einen Scheck über die 100 Milliarden Euro. Dabei haben sie Schulen, Solaranlagen und ein Krankenhaus zertrümmert, denn das Geld wird anstatt in diese Projekte in die Bundeswehr investiert. Wir sind dagegen, so viel Kohle einfach in die Bundeswehr zu stecken, weil der Etat für die Bundeswehr, der Verteidigungshaushalt, immer weiter gestiegen ist in den letzten Jahren. Es hat sich nichts geändert und Aufrüstung bringt letztendlich keinen Frieden und keine Gerechtigkeit, sondern eine Militarisierung der Politik, wie sie gerade stattfindet, unter anderem durch diese horrenden Summen für die Bundeswehr, bringt nur weitere Ungerechtigkeiten, Machtstrukturen und damit stellt sich das direkt gegen die feministische Außenpolitik, die die Bundesregierung proklamiert hat.